Häuser der absoluten Luxusklasse sind seine Welt. Matthias Kühn verkauft Immobilien, da schlackert unser eins nur mit den Ohren. Eine Finca für 5 Millionen, eine Villa für 10 Millionen oder gar ein Anwesen für unfassbare 50 Millionen Euro. Für Matthias Kühn gar kein Problem. Yvette Kampfmann hat den Immobilienkönig auf Mallorca besucht und einen Tag lang begleitet. Matthias Kühn, 50 Jahre, Unternehmer. Er hat sich unter der spanischen Sonne ein Imperium aufgebaut. Luxus ist sein Geschäft. Der internationale Jetset gehört zu seinen Freunden und er hat sie die schönsten Villen der ganzen Insel. Ob das teuerste Haus Spaniens für 50 Millionen Euro oder eine eigene private Insel, nach oben sind alle Grenzen offen. Wir sind unterwegs mit dem firmeneigenen Helikopter. Anflug auf diese Wohnanlage im Nordosten Mallorcas. Matthias Kühn zeigt uns ein Penthouse mit Meerblick. Modernes Design, alles schick gemacht, halt, wie es heute aktuell ist. Korean, schöne Qualitäten. Und die ist 4 Schlafzimmer groß, ein bisschen schöner, ein bisschen größer, ein bisschen geräumiger. In der Anlage geht es ja schon los mit 2 Schlafzimmern ab 295.000 Euro. Und in der Spitze kosten die dann die meisten 700.000, 800.000. Also die ganz großen und so eine ganz große wie diese muss man ein bisschen mehr als 1 Million noch bezahlen. Aber ist natürlich auch eine sehr kompakte Anlage. Ein Leben wie im Traum, umgeben von Luxus und Schönheit. Matthias Kühn weiß dies zu schätzen. Ich habe das Glück, was sehr Schönes machen zu können. Nämlich, das bringt mir auch sehr viel Spaß. Ich gehe gerne mit Menschen um, bin sehr kreativ. Und am liebsten bin ich sowieso nicht im Büro, sondern irgendwo auf Baustellen oder mir was anschauen. Für mich ist das, da kann man morgens, was weiß ich, auf einer Baustelle mit einem Maurer oder Gärtner stehen, die ich auch alle liebe. Da habe ich ganz alte Handwerker, die schon seit über 20 Jahren mit mir zusammenarbeiten. Und vielleicht hat man abends eine Preisverteilung im König zusammen. Das ist das Leben, das volle Programm. Und hat Mittag noch irgendwann mit einem Hollywood-Star Golf gespielt. Das kann alles schon, der Michael Douglas ist ja auch hier. All solche Tage sind schon passiert. Eher ein Schnäppchen, dieses Apartment. Die knapp 200 Quadratmeter kosten rund 300.000 Euro. Das ist jetzt ein Apartment, direkt am Meer. Ist natürlich besonders schön, dass es aktuell eingerichtet. Ein bisschen, wie man das heute gerne mag im Geschmack. Ein bisschen modern, ein bisschen vernünftige Konzepte. Das, was ein bisschen trendy ist. Und von außen ist der ganze Komplex sehr mediterran, also sehr der Landschaft angepasst. Aber es sticht natürlich hier eins und das ist die Lage. Man hat von hier einen Steinwurf, dann ist das Meer wirklich da. Direkt da geht es kaum mehr. 2 Schlafzimmer, Küche, Bad, alles im modernen Design und in hellen Farben gehalten. Garten und Pool gehören hier natürlich zur Grundausstattung. Weiterflug zum Pueblo Español. Das kleine Dorf mitten in Palma ist eine Mischung aus Freilichtmuseum und Amüsiermeile. Das Pueblo Español wurde 65 bis 68 gebaut in 3 Jahren. Es ist ein Nachbau von verschiedenen spanischen bedeutenden Gebäuden aus unterschiedlichen Regionen, insgesamt 72. Und es ist wie eine kleine Stadt, mitten in Palma wie eine kleine Stadt. Ja, wir sind jetzt hier in dem Eingangsbereich. Es hat eine große Mauer drumherum und hat dann verschiedene Reproduktionen von wesentlichen tollen Gebäuden aus den unterschiedlichen Regionen von Spanien. Man sieht es hier so ein bisschen, Toledo, Granada. Es ist die Alhambra, eines der Weltkulturgüter aus Córdoba, aus Madrid. Aus den ganzen Provinzen kommen hier Gebäude. Und die sind im kleinen Format nachgebaut worden. Aber kleinen Format ist noch relativ groß. Hier mal einen Blick, das ist wunderschön gemacht. Diese kleine Stadt lässt Matthias Kühn gerade umbauen. In den Häusern entstehen verschiedene Restaurants, Cafés und Bars. Der Unternehmer ist ganz fasziniert von dem riesigen Projekt. Allein diese Arbeit, die dahinter steckt, da ist ja jedes Detail nachempfunden worden. Da müssen Sie sich vorstellen, haben 900 Leute gearbeitet, ich glaube 3,5 Jahre, und haben jedes einzelne Detail hier reingeschlagen. Das ist alles Santanistein, also ein Marmor. Unglaublich viel Arbeit. Matthias Kühn wird oft als der wahre König von Mallorca bezeichnet. Seine Liebe zur Insel begann schon früh. Meine Großeltern haben 1960 was gekauft auf der Insel. Ich komme aus Hamburg eigentlich. Ich bin ja 58, also mit 2 Jahren war ich erst mal auf der Insel. Bin dann immer als Tourist hierher gekommen und habe in Hamburg Schule gemacht und studiert und bin 87 umgezogen, um hier zu arbeiten. Das habe ich also alles begonnen vor 22 Jahren, 1987. April 87 bin ich hier angekommen. Nicht um auszusteigen, sondern um einzusteigen. Kühn hält engen Kontakt zu den Mallorquinern. Sein Imperium musste er mit viel Ehrgeiz und Fleiß aufbauen. Als Deutscher hier was zu machen, ist sehr schwierig. Schauen Sie,
die Spanier sind ja nun auch schlaue Menschen und die Mallorquiner sowieso. Keiner wartet hier auf den Deutschen oder Engländer, der hier irgendwo was aufbauen soll. Im Gegenteil, man muss hier, glaube ich, besonders gut sein. Man muss noch besser sein als im Heimatland, weil man ist in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur. Das muss man erstmal adaptieren können, man muss das lernen. Und es ist ein sehr langer Weg gewesen. Und ich habe auch eine große Durstphase dabei gehabt. Und es war sehr, sehr schwierig. Man braucht extrem viel Disziplin. Und ich kann nur jeden warnen, der hier kommt, Achtung, das ist nicht einfach. Ja, das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Das ist eine Privatinsel, die liegt kurz vor Ibiza, einen Kilometer vor Ibiza, die heißt Tagomaro und ist halt privat. Nicht? Man sieht das hier in diesem Foto ganz gut. Hier ist Tagomaro, da ist Ibiza. Ja? Und die Insel ist insgesamt 400.000 Quadratmeter groß und ist privat und hat eine Villa drauf und einen Leuchtturm. Das ist ja sehr bekannt geworden, gerade in Deutschland, weil da eine gute Freundin von mir, die Sabine Christiansen, geheiratet hat. Hier kommen so die Boote an, ne? Da gibt es einen Steg, dann kann man da landen. Und oben dieses Haus, das ist schon alles modern gemacht, so Image, ne? Als Chill-Out mit LEDs, also ganz modern. Es waren 1800 Quadratmeter alleine Terrassen und Innenfläche, alles mit Schiefer gemacht. Und wer meint, eine eigene Insel ist nicht mehr zu toppen, es geht noch teurer. Das ist die Perle in seinem Sortiment. Das teuerste Haus in ganz Spanien. Cielo de Bonaire heißt das. Wer es sich leisten kann, die Villa kostet unfassbare 50 Millionen Euro. Malerisch liegt das 14.000 Quadratmeter große Anwesen auf einer Anhöhe über der Bucht von Pollensa. Schon die zweistöckige Eingangshalle ist atemberaubend. Das ist natürlich Königsklasse, das ist hier Champions League. Das ist ein Riesenanwesen, davon gibt es nur ganz wenige. Eine Villa mit über 3.500 Quadratmeter Fläche, das ist eigentlich schon, naja, was den normalen Rahmen mehr als sprengt. Das Wohnzimmer allein ist schon so groß wie eine normale Drei-Zimmer-Wohnung. So ein Wohnzimmer hier, dieses Wohnzimmer, das hat schon mal 140 Quadratmeter. Man denkt das gar nicht, aber wenn das, die Räume alle so groß sind, dann verläuft sich das und wird das schon kleiner, als es in Wirklichkeit ist. Viele Fenster und tolle Aussichten. Die wohl schönste findet man im oberen Stockwerk. Wer in dieser Wanne liegt, hat wohl die beste Aussicht der Insel. Doch es geht noch mehr im 50-Millionen-Euro-Haus. Hier sind wir im Spa-Bereich. Jetzt ist es natürlich auch so fast Hotelgröße. Und das Schöne ist, in der Verlängerung des Indoor-Pools hat man eben den Outdoor-Pool. Und in der Verlängerung wieder ist die Bucht von Pollensa gegenüber das Hotel Formentor. Das ist natürlich schon Lifestyle pur und kaum mehr zu toppen. Matthias Kühn weiß seine Top-Kundschaft zu schätzen. Je wichtiger sie sind, desto lässiger sind sie eigentlich auch irgendwo. Oder Michael Douglas, der war so Menschen, die stehen über alles hinaus. Ich finde, das ist gerade die Größe zeigt. Oder die deutsche Wirtschaftsprominenz, die hier ist. Die leben so versteckt in Kognito und so gelassen. Die machen gar nicht viel Aufstand. Vorbei an malerischen Buchten fliegt Matthias Kühn zum nächsten Termin. Denn der Tag ist noch nicht vorbei. Abends gibt es in seinem Pueblo Español ein Dinner mit 40 geladenen Gästen. Mein buntes Leben, das ist wirklich beweglich. Wie man heute sieht, ein Tag bei mir an meiner Seite, der ist fast nie planbar, sondern es passieren immer Dinge, an die man nicht gedacht hat. Ja, auch abends muss er noch arbeiten, Smalltalk, Hände schütteln und repräsentieren, eben wie der wahre König von Mallorca.